meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Häkelvideo. Heute zeige ich euch diesen Traumfänger bzw. Hängedeko, die ich gehäkelt habe. Verwendet habe ich dafür einen Metallring mit ca. 25 cm Durchmesser. Meinen habe ich aus dem Baumarkt geholt. Außerdem etwas 100% Baumwollgarn. Ich glaube 50 Gramm haben ca. 125 Meter Lauflänge. Eine Häkelnadel Nummer 3,5. Das übliche Schere und Nadel. Und für die Fransen hier unten habe ich verschiedene Bänder und auch noch eine etwas dickere Wolle verwendet, die ich dann einfach angeknotet habe. Außerdem habe ich auch noch verschieden große Perlen verwendet. Also eure Fantasie ist dort keine Grenzen gesetzt. Wie immer, die kostenlose Anleitung findet ihr unten in der Videobeschreibung. Die könnt ihr euch zusätzlich noch ausdrucken. Außerdem würde ich mich über ein Like oder ein Gefällt mir freuen. Und dann würde ich sagen, wir starten. Wir nehmen unser Baumwollgarn und unsere Häkelnadel Nummer 3,5 und machen einen Magic Ring. In diesen Ring arbeiten wir 3 Luftmaschen, die zählen als das erste Stäbchen, und zusätzlich machen wir noch 11 Stäbchen in diesen Ring hinein. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und 11. Wir ziehen den Magic Ring zusammen und schließen das Ganze mit einer Kettmasche in die dritte Anfangsluftmasche. In der zweiten Runde wird jede Masche verdoppelt und wir häkeln zu Beginn wieder 3 Anfangsluftmaschen, in dieselbe Masche nochmals ein Stäbchen und jetzt in jedes weitere Stäbchen der Vorrunde ein Stäbchen, damit wir am runden Ende 24 Stäbchen haben. Also in jede Masche 2 Stäbchen hineinarbeiten. Wir schließen die Runde wieder mit einer Kettmasche in die dritte Anfangsluftmasche. Und wir kommen nun zu der dritten Runde und diese beginnen wir mit 4 Anfangsluftmaschen. Das ist das erste Stäbchen und der erste Einluftmaschen-Zwischenraum. Und nun häkeln wir in die restlichen 23 Stäbchen in jede Masche ein Stäbchen und eine Luftmasche. Ein Stäbchen, eine Luftmasche. In die nächste Masche ein Stäbchen, eine Luftmasche. Und in die nächste Masche wieder ein Stäbchen, eine Luftmasche. Das Ganze machen wir jetzt einmal bis zum runden Ende so weiter.
Auch diese Runde wird wieder mit einer Kettmasche in die dritte Anfangsluftmasche zur Runde geschlossen. Und nun kommen wir zu der vierten Runde und diese beginnen wir mit 5 Anfangsluftmaschen. Das sind das erste Stäbchen und der erste 2 Luftmaschen Zwischenraum. 1, 2, 3, 4, 5. Und nun häkeln wir immer in das Stäbchen der Vorrunde ein Stäbchen und 2 Luftmaschen. In das nächste Stäbchen ein Stäbchen und 2 Luftmaschen. Also der Luftmaschenzwischenraum der Vorrunde wird ausgelassen und wir häkeln einfach in jedes Stäbchen der Vorrunde ein Stäbchen und 2 Luftmaschen. Das Ganze machen wir jetzt bis Rundenende so weiter und schließen die Runde mit einer Kettmasche in die dritte Anfangsluftmasche. Nun kommen wir zu Runde 5 und die beginnen wir mit 6 Anfangsluftmaschen. Das ist das erste Stäbchen und der erste 3 Luftmaschen Zwischenraum. Also wir beginnen mit 6 Luftmaschen, 3, 4, 5, 6 und häkeln in das Stäbchen der Vorrunde ein Stäbchen und machen 3 Luftmaschen für den Zwischenraum. In das nächste Stäbchen der Vorrunde wieder ein Stäbchen und 3 Luftmaschen. Wieder ein Stäbchen in das Stäbchen der Vorrunde und 3 Luftmaschen als Zwischenraum. Der Luftmaschenzwischenraum dazwischen bleibt immer unbehäkelt. Das Ganze machen wir jetzt bis zum Rundenende weiter und schließen die Runde mit einer Kettmasche in der dritten Anfangsluftmasche. Nun hätten wir den ersten Gitterteil geschafft und wir kommen zu der Runde 6. Und in der sechsten Runde häkeln wir zu Beginn 2 Anfangsluftmaschen. Und wir arbeiten jetzt in jede Masche der Vorrunde jeweils ein halbes Stäbchen. Also in diesen 3 Luftmaschen Zwischenraum häkle ich einfach um diesen Luftmaschenraum 3 Stäbchen, halbe Stäbchen, 1, 2, 3 und in das Stäbchen der Vorrunde ein halbes Stäbchen. In den Zwischenraum wieder 3 halbe Stäbchen, 2, 3 und in das Stäbchen der Vorrunde ein halbes Stäbchen. Das ist hier diese Runde. Das machen wir jetzt bis zum Rundenende so weiter und verbinden das Ganze mit einer Kettmasche in das erste halbe Stäbchen dieser Runde. Nun kommen wir zu der siebten Runde und diese beginnen wir mit 5 Anfangsluftmaschen, 3, 4, 5. Das ist die erste feste Masche und 4 Luftmaschen. Und ab jetzt arbeiten wir in jede zweite Masche eine feste Masche und 4 Luftmaschen. Also, wir lassen das erste Stäbchen aus und arbeiten in das zweite eine feste Masche und 4 Luftmaschen. Wir lassen eine Masche aus und in die darauffolgende eine feste Masche und 4 Luftmaschen. Wieder eine Masche auslassen und in die nächste eine feste Masche und 4 Luftmaschen. Das Ganze machen wir bis zum Rundenende so weiter.
und schließen die Runde mit einer Kettmasche in die erste Anfangsluftmasche. Das gibt hier solche Zacken wie so kleine Mäusezähnchen. Das ist diese Reihe hier. Wir kommen nun zu der achten Runde und diese beginnen wir mit einer Kettmasche in den Luftmaschenbogen hinein. Anschließend machen wir 4 Luftmaschen, 2, 3, 4 Luftmaschen für das erste Doppelstäbchen und in den zweiten Luftmaschenbogen ein Doppelstäbchen. Jetzt arbeiten wir 5 Luftmaschen als Zwischenraum. 3, 4, 5. Und nun häkeln wir immer in 2 Luftmaschenbogen 2 zusammen abgemaschte Doppelstäbchen. Also wir machen 2-mal einen Umschlag, fahren in den ersten Luftmaschenbogen, arbeiten es fast ab, machen wieder 2 Umschläge und fahren in den zweiten Luftmaschenbogen und arbeiten es so ab und nun zusammen abmarschen. Ich wiederhole das Ganze nochmal. Wir machen 5 Luftmaschen als Zwischenraum, machen 2 Umschläge, machen im ersten Luftmaschenbogen das Doppelstäbchen 2-mal abarbeiten, machen wieder 2 Umschläge und fahren in den zweiten Luftmaschenbogen und arbeiten das Ganze auch wieder 2-mal ab und nun maschen wir das Ganze zusammen ab. Wieder 5 Luftmaschen, 3, 4, 5. Das ergibt dann solche Zacken. Also immer in 2 Luftmaschenbogen 2 zusammen abgemaschte Doppelstäbchen und dazwischen ein 5 Luftmaschen Zwischenraum. Das Ganze wird dann hier in das erste Doppelstäbchen, also nicht in die 4 Luftmaschen, sondern in das erste Doppelstäbchen zur Runde geschlossen. Nun kommen wir zu der 9. Runde und die beginnen wir mit 3 Luftmaschen und in dieser Runde häkeln wir in jede Masche ein Stäbchen hinein. Also in diesen 5 Luftmaschenbogen häkle ich einfach um den Luftmaschenbogen herum 5 Stäbchen, 2, 3, 4, 5 und in das Doppelstäbchen, also das zusammen abgemaschte Doppelstäbchen der Vorrunde, ein Stäbchen. Um den 5 Luftmaschenbogen wieder 5 Stäbchen, 2, 3, 5 und in das zusammen abgemaschte Doppelstäbchen ein Stäbchen hinein. Das Ganze arbeiten wir jetzt bis Rundenende so weiter und verbinden das Ganze mit einer Kettmasche in das erste Stäbchen. Nach der 9. Runde sind wir eigentlich mit der Häkelarbeit fertig und wir müssen unser Häkelstück an den Ring befestigen. Dafür lege ich das Häkelstück einfach so um diesen Ring herum. Wir beginnen hier mit einer Luftmasche und anschließend, Moment, und anschließend häkeln wir um diesen Ring herum, also in die Masche und um den Ring herum eine feste Masche. Und das Ganze machen wir jetzt einmal in jede Masche hinein.
einfach eine feste Masche um das Häkelstück und um den Ring herum. Dann spannt sich das Häkelstück von selbst darin. Den Ring mit festen Maschen umhäkelt haben, maschen wir das Ganze ab und an dem Anfangsfaden fädeln wir 3 verschieden großen Perlen auf und verknoten das hier oben, damit wir so einen Aufhänger haben. Danach nehmt ihr verschiedene Bänder, Wolle, Fäden oder auch einfach gar nichts, wie es euch am besten gefällt. Und knüpft das im unteren Drittel an den festen Maschen dran. Also einfach hier diese Schnüre mit einem Knoten einfach so dran knoten und fertig. So wie es euch am besten gefällt. Ich hoffe, das Video hat euch Spaß gemacht. Nochmals zur Erinnerung, die kostenlose schriftliche Anleitung findet ihr unten verlinkt und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.